Wenn in anderen Gärten allmählich die herbstliche Ruhe einkehrt, dann ist hier in Schiltern in der Arche Noah die große Vielfalt an Gemüse eine Augenweide. Die köstlichen Paradeiser, die prächtigen Kohlgewächse oder die dekorativen und schmackhaften Asiasalate. Über all das wollen wir heute plaudern und das gibt's noch bei uns. Wir befinden uns im phänologischen Kalender im Spätherbst und bereiten den Garten auf den Winter vor. Und dann kümmern wir uns schon jetzt darum, dass wir zur Weihnachtszeit prächtige Blüten im Haus bewundern können. So ein herbstlicher Spaziergang durch den Schaugarten der Arche Noah ist eigentlich ein kulinarischer Höhepunkt. Ich finde es so toll, Mara Müller, du bist ja zuständig unter anderem für die vielen, vielen Gemüsesorten, die hier angebaut werden. Was ist denn so deine Lieblingssorte? Ja, also die Arche Noah ist ja eine Gesellschaft zur Erhaltung, zur Verbreitung und zur Entwicklung von Kulturpflanzenvielfalt. Wir haben in unserem Archiv ungefähr 5600 verschiedene Sorten und Herkünfte, muss man sagen. Das heißt, da ist es natürlich ganz, ganz schwierig, einzelne Sorten auszuwählen. Ich bin Gott sei Dank nicht für alle zuständig, sondern mehr für die Menschen, die dahinter stehen und die Sorten vermehren. Das heißt, für die Mitglieder, die aktiv sich bei uns beteiligen. Wir haben als Verein im Moment um die 14.000 Mitglieder. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Menschen, die dahinter stehen und sich um diese Sorten kümmern. Jetzt natürlich die Paradeiservielfalt ist etwas, was sich jetzt dem Ende neigt und trotzdem immer noch in der vollen Fülle da ist. Da gibt es einige ganz schöne, die es im Laden nicht mehr gibt. Gerade so die bunte Vielfalt kommt jetzt langsam wieder, Gott sei Dank, in Österreich auf den Tisch. Die Weiße ist besonders fein, fleischig und hat ein ganz eigenes, feines Aroma. Aber ganz schön sind auch natürlich diese großen Mantelsack Paradeiser, die wunderbare Soßenparadeiser sind und die man auch aufschneiden kann und füllen kann. Das ist auch eine schöne Nutzung. Und Muss uns jetzt gerne einen Tipp geben. Wir haben jetzt wirklich spät im Jahr diese Paradeiser quasi besucht, diese Stauden besucht. Die sind noch immer so schön. Es ist zwar teilweise ein Dach drüber, aber teilweise auch nicht. Wie pflegt ihr die da? Also einerseits achten wir natürlich darauf, dass wir unseren Boden schön gesund halten. Das heißt, dass wir eine gute Fruchtfolge haben, dass der Boden gut versorgt ist, dass wir sehr, sehr auf unseren Kompost achten, der auf den Boden kommt. Und andererseits ist es so, dass wir auch Pflanzenstärkungsmittel einsetzen. Bei Pilzvorbeugung ist natürlich Equisetum, das heißt Ackerschachtelhalm, eine der Pflanzen, die man da sehr gut einsetzen kann und die wir regelmäßig auch einsetzen. Das heißt, wie oft spritzt ihr? Das kommt auch ein bisschen drauf an, auf die Witterung. Aber Equisetum grundsätzlich wird an einem eher trockenen Tag vormittags auf die Blätter aufgebracht, aufgespritzt, ein Auszug, sodass es schön hin trocknet und dann wirklich die Zellen direkt stärken kann. Und eine gestärkte Zelle lässt dann eben auch nicht so sehr die Pilze angreifen. Also diese Ackerschachtelhalme enthält ja diese Kieselsäure und den kann man entweder selbst ansetzen. Das macht man meistens entweder als Jauche oder als Brühe über Nacht stehen lassen und dann aufkochen oder man kauft es fertig. Aber das ist jedenfalls das beste Pilzbekämpfungsmittel im Biogarten. Dort hinten haben wir auch noch eine Sorte, die ganz, ganz toll ist, hat fast so diese italienische Fruchtform. Ja, das sind auch einfach sehr, sehr robuste, feine Soßenparadeiser, die man aber auch schön aufschneiden kann und einfach so rundherum gut nutzen kann. Mischkultur, hast du schon erwähnt, ist ganz was Wichtiges. Im Biogarten natürlich genauso wie hier im Schaugarten der Arche Noah. Da steht Basilikum als Mischkulturpflanze bei den Paradeisern. Ja. Es ist eine wahnsinnige Vielfalt hier. Wir haben dieses Jahr den Schwerpunkt Basilikum auch im Schaugarten. Das heißt, wir haben dieses Jahr 60 verschiedene Basilikumsorten angebaut. Also eine wahnsinnige Bandbreite. Das Genovese ist ja so der Klassiker. Das kennt jeder aus dem Pesto und jeder von Mozzarella, Tomate. Ist es Pflicht. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Geschmacksrichtungen, ein bisschen mehr in das Nelkige gehende, dann Zitronenbasilikum. Es gibt welche, die mehr in den Zimt, das Zimt reingehen. Das Zitronenbasilikum ist ganz wunderbar auch als Tee, also lässt sich gut trocknen, kann man schön dann im Winter auch noch als Tee nehmen. Und dann gibt es aber auch so Geschmacksrichtungen, die uns erstmal
nicht einfallen bei Basilikum, wie zum Beispiel grüner Paprika. Das ist ein Strauchbasilikum, das kann man sich dann auch im Herbst wieder ausgraben und in den Topf geben und mit reinnehmen und ein bisschen von dem Sommer mit reinnehmen. Auch das African Blue, African Blue ist ein Strauchbasilikum, was eigentlich einen relativ klassischen Basilikumgeschmack hat und dann eben auch im Winter noch wunderbar in der Küche ist. Also man sieht schon, die Vielfalt ist hier wirklich ganz, ganz gewaltig. Wir wollen aber jetzt in den Gartenkalender schauen. Was ist denn jetzt im Garten zu tun? Es ist Spätherbst. Das Laub fällt von den Bäumen. Wir sind damit im phänologischen Kalender im Spätherbst angelangt. Im Garten kehrt Ruhe ein, aber ein paar Arbeiten sollten wir unbedingt erledigen. Zum Beispiel bei den Obstbäumen die Stämme mit weißem Baumanstrich versehen. Das schützt vor Frost und vor allem vor Frostschäden. Dann alle Zwiebelblumen, die nicht frostfest sind, wie zum Beispiel die Dahlien oder die Gladiolen, die werden jetzt ausgegraben, in Kisten gelagert und in den Keller transportiert. Und aufpassen, nicht alles wird in unserem Naturgarten jetzt zurückgeschnitten. Zum Beispiel die Stauden, die bleiben stehen. Das ist erstens wunderschön, wenn sie sich mit Raureif schmücken und vor allem, sie sind Nahrung für viele, viele Vögel und viele Nützlinge verstecken sich dort. Ganz was Wichtiges auch zum Beispiel bei den Beerensträuchern. Himbeeren, die herbsttragenden Himbeeren, werden erst im Frühjahr geschnitten. Auf etwa 20 cm dann im Frühjahr. Jetzt lagern sie nämlich noch all die Nährstoffe, die normalerweise noch in den Blättern sind, in den Wurzeln ab und wachsen dann im kommenden Jahr viel, viel kräftiger. Und wir bereiten uns vor, dass es im Zimmer auch blüht. Wir pflanzen eine Amaryllis. Amaryllis werden sie landläufig genannt, Ritterstern heißen sie offiziell und botanisch Hippeastrum. Aber egal wie der Name ist, diese wunderbaren dicken Knollen, die sind es, die innerhalb von wenigen Wochen diese wunderbaren Blüten bilden. Ursprünglich kommen die Amaryllis aus Südamerika. Dort ist eine ausgeprägte Regen- und Trockenzeit. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig in der Pflege. Wenn man sie jetzt pflanzt, dann war quasi gerade die Trockenzeit. Dann setzt man sie. Beginnt ein wenig mit dem Gießen und für die Zwiebel ist das der Startschuss, dass sie zu wachsen beginnt und wirklich diese wunderschönen Blüten und Blätter dann bekommt. So, aber wie setzt man eine Amaryllis? Einmal grundsätzlich einen Topf nehmen, der etwa 1 bis 2 Daumen breit größer ist wie die Zwiebel. Also man sieht das hier ganz schön. Ich nehme am liebsten einen Tontopf, weil er ein bisschen schwerer ist, weil die Blüte dann doch sehr groß wird. Tontopf nehmen, unbedingt einen Tonscherben zum Abdecken des Abzugloches und dann gibt man eine torffreie mit Sand vermischte Erde hinein. Die Wurzeln niemals abschneiden, die sind Nährstoffreservoir für die Zwiebel. Hier habe ich zum Beispiel eine Zwiebel, die ich ausgegraben habe, die im letzten Jahr schon bei mir im Zimmer. Da sieht man zum Beispiel diese dicken Wurzeln, überall Nährstoffe drinnen, die die Zwiebel dann versorgen. Wir haben da eine neue, frisch gekaufte Zwiebel. Die setzen wir hinein. Man sagt ungefähr zu 2 Dritteln in die Erde, nicht mehr. Auffüllen. Ein bisschen organischen Dünger kann man schon dieser Erde beimischen. Dann wirklich gut andrücken. Und das war's schon. So schnell geht es, Zwiebelpflanzen. Gießrand lassen, das ist auch immer ganz wichtig. Und dann angießen. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis. Zu Beginn nur einmal kurz angießen und erst, wenn man sieht, dass die neue Blüte herauskommt, dann wird erst weiter gegossen. So, und dann wird gegossen und die Blüte kommt und die ist wirklich eindrucksvoll. 2, 3 Stämme mit diesen herrlichen Blüten. Wenn man setzt so Anfang November, dann kommt sie genau zur Weihnachtszeit. Und dann wird, und das ist das Wichtigste, nur der Blütenschaft abgeschnitten, wenn er abgeblüht ist. Und dann kommen die Blätter. Und diese Blätter versorgen dann die Zwiebel. Und die Zwiebel wird gegossen bis in den August hinein. Gedüngt und gegossen mit einem organischen Dünger. Und dann kommt sie in die Ruhezeit. Das ist zum Beispiel eine Zwiebel, die ist jetzt in der Ruhezeit gewesen, ist vom Vorjahr bei mir zu Hause gestanden. Und ich
setze diese Zwiebel nicht um, sondern entferne nur den obersten Rand an Erde. Und dann wird mit frischer Erde aufgefüllt, wieder ein wenig angegossen und das zweite Jahr der Blüte beginnt. Amaryllis, eine ganz, ganz tolle Pflanze, die jedes Jahr wieder blüht, wenn man sie richtig pflegt. Alle Informationen zur Sendung gibt es wie immer im Internet unter naturimgarten.at. Da findet man zum Beispiel viele Hinweise, wie man so eine Amaryllis pflanzt, wie man andere Zwiebelblumen setzt oder wie man Zimmerpflanzen pflegt. Und Sie können dort auch gewinnen, und zwar Eintrittskarten für die Garten Tulln im kommenden Jahr und wunderschöne Gartenbücher. Die Frage ist ganz einfach, der Ritterstern oder wie sie umgangssprachlich genannt wird, die Amaryllis, woher stammte die ursprünglich? Diese herrlichen Blüten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wir sind wieder zurück in Schiltern. Das ist der Schlossgarten quasi, der ehemalige Schlossgarten vom Schloss Schiltern. Und da stehen jetzt die Kohlgewächse in einer ungeheuren Vielfalt. Mara, das ist ja, da kann man gar nicht, richtig begeistert ist das. Ja, wirklich ein Wahnsinn. Und dann die Blätter auch mit den Wassertropfen drauf. Sowas von toll. Die Vielfalt beim Kohl ist eigentlich gigantisch. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass das alles, also jetzt Brassica oleracea, dass das alles auf eine kleine Wildpflanze zurückgeht, die jetzt in Rügen zum Beispiel noch an den Küsten zu finden ist, wirklich so eine offene kleine Pflanze mit kleinen Blättern, und daraus ist diese gesamte Vielfalt entstanden, der Blattkohle, aber natürlich auch das, was wir klassischerweise kennen als Blaukraut und als Weißkraut und Wirsing, und das ist alles, auch der Kohlrabi ist in der Gruppe anzuordnen, ist das natürlich unglaublich. Und diese Blattkohle, die sind ganz besonders gut geeignet, um sie auch stehen zu lassen im Winter. Und die entwickeln ja dann noch ihren Geschmack. Der Palmkohl, das ist was, was man eher aus, das Rote da, ja, aus Italien kennt. Die sind nicht ganz so frostfest wie zum Beispiel diese ganzen Palmkohle, der Braunkohl, der Grünkohl und auch die Blattkohle, der Sprossenkohl ist ja auch so einer, wo man durchaus auch die Blätter nutzen kann. Und auch das obere Köpfchen ist sehr, sehr fein, wenn er abgeerntet ist, dann nochmal das obere Köpfchen zu nehmen und zuzubereiten, wie ein Wirsing. Kann man ruhig mal ausprobieren. Warum ist eigentlich das, das ist etwas, was man unbedingt erklären muss, warum der Kohl gerade dann, wenn es kühl wird, besonders schmackhaft ist? Naja, also es ist so, dass natürlich Kälte, also kühl ist das eine und kalt ist das andere. Also Grünkohl isst man ja eigentlich erst, wenn einmal der Frost drüber gegangen ist, oder auch beim Sprossenkohl sagt man, da soll einmal der Frost drüber gehen, weil dann einfach nochmal mehr Zucker eingelagert wird und eingebaut wird und das Ganze süßer, also die Stärke sich abgebaut wird und der Zucker aufgebaut wird und sich das Ganze einfach noch sehr ein bisschen süßer wird und aber auch die Blattkonsistenz gerade bei der Kohlfamilie dann weicher wird. Von der Nutzung her ist es ja so, dass wir die Blattkohle gar nicht mehr so stark kennen. Gerade diese Grünkohle sind ganz wunderbar nach dem Frost zum Ernten, aber dann auch wirklich den ganzen Winter durch können die meistens stehen. Die Roten sind noch ein bisschen frostverträglicher fast als die Grünen, weil diese Antiziane, also die Rotfarbstoffe oder Blaufarbstoffe in den Pflanzen sozusagen ein Frostschutzmittel sind. Die Antiziane allgemein in den Pflanzen werden häufig sowieso erst dann freigeschaltet, wenn die Schwankungen zwischen den Tagtemperaturen und den Nachttemperaturen sehr stark sind, und besonders gefärbte Pflanzen sind dann häufig auch die frostfester sind. Und wenn so Pflanzen dann über den Winter stehen, und das sieht man bei einer Pflanze da drüben sehr schön, dann ist sie eigentlich noch nicht zum Kompostieren, sondern die treibt noch einmal durch.
Ja, eigentlich ist die ganze Familie zweijährig. Das heißt, jetzt in diesem Jahr haben wir das Blatt in Form von Blattkohl oder in Form von einem Krautkopf. Und im nächsten Jahr würde der dann zur Blüte gehen und dann natürlich auch irgendwann ins Saatgut. Schaut wunderschön aus. Sieht wunderschön aus. Ist eine große, schöne, blühende Pflanze, gelb blühend. Ich kann aber auch die Blüten natürlich genauso wie den Rest der Pflanze essen. Ich kann damit meinen Salat dekorieren. Ich kann die, wenn sie noch geschlossen sind, ein bisschen wie Brokkoli nutzen und mit ins Gemüse reingeben. Also es ist eine ganz wunderbare Sache. Wenn jetzt im Winter doch der Winter doch kälter ist als angenommen und eine Pflanze im Winter oben welk wird, dann kann ich die auch unten abschneiden und sie treibt dann aus dem Stock raus im Frühling wieder mit Blättern. Kleine das sieht man Blätter, da drüben. Ja. Das sieht man drüben sehr schön und die sind dann auch wunderbar in der Nutzung. Wir werden aber dann zu blühen beginnen auch. Würden dann irgendwann zur Blüte beginnen. Das heißt, ich kann es dann als Blumenstrauß stehen lassen und das als Zierelement in meinem Garten nehmen oder eben nutzen. Das Saatgut, das man dann erntet aus dieser Pflanze, schaut aber gar nicht so aus wie die Pflanze, die man zuerst gehabt hat. Das ist ja das Interessante dran, in den meisten Fällen. Also, wenn ich jetzt einen Grünkohl abblühen lasse und der Nachbar hat ein Weißkraut stehen und lässt es abblühen, dann würden sich die beiden natürlich kreuzen. Sie sind ja aus einer. Das Grün-Weißkohl. Das kann dann passieren, dass es ein Grün-Weißkohl ist. Das heißt, ich weiß eigentlich nicht, was rauskommt. Das kann sehr spannend sein. Auch so entsteht natürlich Vielfalt. Aber es ist was anderes, als es vorher war. Das heißt, wenn ich möchte, dass das eine samenfeste Sorte bleibt, das heißt, dass dieser Grünkohl wieder so aussieht, wie er jetzt aussieht, die nächste Generation genauso aussieht, dann muss ich ihn getrennt von anderen Brassica oleracea abblühen lassen, das heißt, kein Kaffeeol dabei stehen haben und keinen anderen Blattkohl oder auch kein Sprossenkohl und kein Kohlrabi. In jedem Fall ist aber dieses Gemüse ein herrliches Herbst- und Wintergemüse, ja. Genauso wie zum Beispiel auch die Asiasalate. Ihr habt da hinten ein großes Feld mit Asiasalaten und die sind extrem frostfest. Ja, die Asiasalate, das ist ja eine große Gruppe, sage ich jetzt mal, die eigentlich aus zwei verschiedenen Arten dann auch wiederum besteht. Und da gibt es dann viele, viele verschiedene Sorten. Das ist was immer mehr auch in unseren Gärten Einzug hält. Und das zu Recht, weil es eine ganz, ganz wunderbare Ergänzung ist im Winter und eben im frühen Frühjahr und im Herbst schon. Zu ernten ist. Und es gibt da ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt die Senfkohle, es gibt den Pak Choi, der ganz wunderbar als kleiner Babyleaf-Salat zu essen ist oder eben auch im Wok in der Pfanne schnell zum Herbraten ist. Es gibt eine große Vielfalt, Unzahl an Blattformen und an Farben und das ist an Geschmacksrichtungen. Und das lohnt sich wirklich im Garten, das anzubauen. Es geht meistens schon im September, Oktober los, spätestens. Und die halten dann bis in den Dezember hinein in einem Frühbeet, aber auch nur mit Vlies abgedeckt. Ich habe das schon ein paar Mal probiert und das ist etwas ganz was Tolles. Herrlicher Herbsttag in der Achenoe in Schiltern. Und da sieht man, Nutzen und Zierde sind eng beisammen. Wir stehen hier vor Mangold. Der ist eigentlich traumhaft. Mangold ist eine traumhafte Pflanze. Ist ja jetzt hier mit den roten Stielen einfach ganz, ganz wunderbar im Herbst. Aber es gibt es ja auch in rosa Stielig, es gibt es in gelbstielig. Und ist eigentlich der Gemüsegarten wirklich als Ziergarten zu sehen. In dieser Pracht. Wie wir schon gelernt haben, das ist auch eine Pflanze, die erst im nächsten Jahr blüht. Der Mangold ist zweijährig, er würde im nächsten Jahr blühen. Nicht ganz so üppig wie das Kraut, also es wird auch eine große Pflanze, aber es ist ein Windbestäuber, der muss natürlich keine Insekten anziehen in dem Sinne und sich nicht so präsentieren wie eine insektenbestäubte Pflanze. Was man aber gut machen kann, ist, dass man ihn stehen lässt und jetzt noch im Herbst immer außen die Blätter wegerntet
Und im Frühling wird er wahrscheinlich zu den meisten Fällen, also der ist relativ frostfest auch, wieder austreiben. Und dann kann ich die frühen Blätter auch als frühen Spinat wieder nutzen. Besonders interessant in diesem Quartier ist auch noch diese Gründüngungspflanze, Phacelia, Bienenfreund. Wichtig ist die Begrünung des Bodens im Winter. Die Begrünung des Bodens ist eine wirklich wichtige Sache. Es kann natürlich auch eine Mulchdecke sein, aber Begrünung ist wegen der Wurzeln einfach ideal. Phacelia ist nicht verwandt mit den Gemüsepflanzen, die wir normalerweise anbauen und von daher einfach in der Fruchtfolge sehr günstig. Und man kann auch gleich Nutzen aus solchen Pflanzen ziehen, die den Boden begrünen. Da haben wir den Winterportulak und den Spinat. Ja, der Spinat ist jetzt in der Herbstaussaat einerseits ein Bodendecker. Auf der anderen Seite kann ich natürlich dann ihn auch noch mal nutzen, zum Teil zumindest, und den Rest abmulchen. Das Winterpostelein ist ein ganz, ganz wunderbarer Wintersalat, der eben auch den Boden jetzt noch schön bedeckt. Eines müssen wir auch noch aufklären, es hängen überall diese Gasefliese, das hat einen ganz besonderen Hintergrund. Naja, also es ist so, die Arche Noah gewinnt ja Saatgut und wir möchten das Saatgut gerne sortenrein haben und wir möchten es gerne selber ernten. Das heißt, einerseits brauchen wir die Isolierungen, um Verkreuzungen zu verhindern und andererseits brauchen wir aber auch dann im Herbst bei der Abreife zum Teil Isolierungen, um sicherzustellen, dass nicht alle möglichen anderen Gäste wie Vögel oder Käfer uns das Saatgut die Ernte schon vorausernten. Viel Interessantes hier in diesem Schaugarten der Arche Noah. Alle Informationen finden Sie auch immer in der monatlichen ORF-Nachlese. Und unsere Bücher zum Thema altes Gemüse, die Wiederentdeckung des Geschmacks. Bärbel Steinberger hat dieses Buch geschrieben und es sind viele Porträts von Pflanzen. Auch die Arche Noah kommt darin vor. Ein interessantes Buch, wo man ein bisschen den Hintergrund sieht. 60 verschiedene Sorten werden darin vorgestellt. Natürlich dürfen da die Erdäpfel nicht fehlen. Und das zweite Buch, das ich Ihnen ans Herz legen will, ist von Doris Kampers, Biogärten gestalten. Ein wirklich umfassendes Planungsbuch mit allen Details, wie man Gärten anlegt. Auch Gärten ohne Garten, auf dem Balkon, auf der Terrasse, Hochbeete, auch Wintergemüseanbau. Ein interessantes Buch, das im Löwenzahn Verlag herausgekommen ist. Wenn Sie eine Gartenfrage haben, wir sind für Sie da am Natur im Garten Telefon. Einfach anrufen und die Frage stellen. Wir beantworten alle diese Fragen gerne. Gerade jetzt zur Zeit der Überwinterung der Pflanzen treten natürlich sehr, sehr viele Fragen zum Thema Schädlinge auf. Ob Wollläuse oder Schmierläuse oder Schildläuse, aber vor allem auch die weißen Fliegen. Gerade gegen Ende des Winters tauchen die in Massen auf, daher rechtzeitig eingreifen, zum Beispiel Gelbtafeln aufhängen. Das sind gelbe Kunststofftafeln, die sind mit Leim bestrichen und die weiße Fliege fliegt auf Gelb und bleibt daran kleben. Oder Neemölpräparate verwenden und damit kann man diesen Schädling im Zaum halten. Das war's schon wieder für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Unser Besuch in der Arche Noah, im Arche Noah Schaugarten, geht damit zu Ende. Übrigens, im kommenden Jahr ist hier der Schwerpunkt Asia, Gemüse und Kräuter. Da gibt es viele Seminare dazu und natürlich auch alle Pflanzen, die man da kaufen kann. So, ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Garteln und wir machen jetzt noch einen kleinen Rundgang durch diesen Schaugarten. Kohl oder Paradeiser? Beides. Blumen oder Gemüse? Gemüse. Natur oder strenge Ordnung? Natur. Duft, Blüte oder Grün? Was ist dein Favorit? Alles zusammen. Bewahren oder umgestalten? Bewahren und weiterentwickeln. Scheibtruhe oder Liegestuhl? Scheibtruhe auch manchmal als Liegestuhl. Gärtnern ist für mich? Leben. Genial in diesem Garten, finde ich. Die geordnete Vielfalt. Frühling oder Herbst? Jedes zu seiner Zeit. Das Motto in diesem Garten lautet: Vielfalt genießen.